Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben das Thema ja durchaus auch im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres diskutiert. Und es gibt niemand, ich betone wirklich niemand der Kollegen, der nicht Verständnis hätte für die Situation der neuen Mitgliedstaaten, gerade in den Fragen Visapolitik und Verhalten zu den Vereinigten Staaten. Aber wir haben auch alte Mitgliedstaaten, in dem Fall Griechenland, und das ist ja angesprochen worden, die genauso darauf warten, dass die Vereinigten Staaten ihre Politik hinsichtlich der Visa ändern. Insofern, das Recht stellt niemand in Frage. Aber es gibt bei uns die Frage, ist das, was legal ist, auch gleichzeitig legitim? Und ich glaube, in dem Fall ist es nicht legitim. Es unterminiert nämlich ein gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union und behindert somit auch den Abschluss eines Abkommens, das den gesamten Raum der Europäischen Union betreffen würde. Ich glaube, man muss auch Schritt für Schritt vorgehen. Wir haben gerade den Beitritt zum Schengen-Raum bewerkstelligen können. Als nächstes muss man gucken, wie wir global diese Regelung kriegen. Abschließend vielleicht die Drohung mit dem Vertrag von Lissabon. Finde ich durchaus schändlich. Danke.